Das erste Mal haben wir davon gehört, als wir circa eine Woche aus dem Winterurlaub zurück waren. Das war dann so Ende Februar. Und dann ist diese Geschichte ja wie eine Lawine über uns hinweggerollt und hatte dann zur Folge, dass wir Mitte März auch unsere Tanzschule schließen mussten. Die betriebswirtschaftlichen Zahlen sind ins Bodenlose gefallen. Das Einzige, was uns ein bisschen Hoffnung gibt, sind die vielen, vielen positiven Rückmeldungen von unseren Gästen. Gleichzeitig haben wir aber natürlich auch Angst, dass wir vielleicht nicht den Stellenwert haben. Und da ist natürlich jetzt gehen unsere Bedenken in die Richtung, wenn wir jetzt wieder zur Reaktivierung des gesellschaftlichen Lebens kommen, dann sehr, sehr lange noch warten müssen, bis wir wieder unsere Türen öffnen können. Wenn man in den letzten Jahrzehnten die ganzen Schulden, die man hatte, durch die Investitionen, die irgendwann mal getätigt wurden in den 90er Jahren, wenn man die abgetragen hat und jetzt im vorgerückten Berufsleben muss man quasi wieder von vorn anfangen, mehr oder weniger. Man muss wieder Schulden machen, damit es weitergeht. Und das ist eine Sache, die natürlich schon extrem auch auf die Psyche geht. Da gab es viele, viele schlaflose Nächte. Und so ist jetzt aber immerhin die Chance gegeben, dass es in den nächsten Wochen weitergehen kann. Wir sind ganz, ganz stolz auf unsere Mitarbeiter, dass sie zu uns halten, dass sie innovativ sind. Und wir glauben fest daran, dass es auch in Zukunft die Tanzschule Emmerling geben wird.